Morgen, Kollegen. Heute geht's aufs Boddengewässer. Wir wollen mit der Warthose ins Wasser steigen und gucken, ob wir den einen oder anderen Hecht heute ergattern können. Von den Wetterbedingungen heute Morgen ist eigentlich zu sagen, dass reichlich Sonne scheint. Man sieht's. Deswegen habe ich mich heute auf einen dunkleren Köder am Anfang erstmal konzentriert und den auch rangehangen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ich denke schon. Ich werde mich heute nur auf Gummi beschränken. Das ist halt so meine Challenge heute. Dem vertraue ich und das werden wir auch so machen. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute was Besonderes vor uns. Mal machen wir ein Duell. Hardbait gegen Softbaits. Steve wird sich den Gummifischen widmen, ich den Jerkbaits. Ich habe jetzt hier erstmal einen natürlichen Silla-Glider rangehangen. Wir werden schauen, was passiert. Ich bin Bolli. Mal gucken, wer zurückliegt oder wer vorliegt. Und je nachdem springe ich dann ein mit Gummi oder Hardbait. Bolli ist weg. Hey, guck mal, warte der mal Kutze ab. Ist schnell weg. Warte mal ab, dann will ich mir angucken. Das gucken wir auch an. Wie gehen wir in der Mitte durch? Wir brauchen für den Film. Auf die Plätze. Fertig. Fisch. Und jetzt geht's los. So geile Sicht, Alter. Oh, hier ist schön. Doch, Wasser ist schön klar. Fisch! Haha, Spaß. Zweiter Wurf. Unglaublich. Unglaublich. Hilf mir bitte, mein Freund. Zweiter Wurf. Ich würde sagen, 1:0 für die Jerkbaits. Oh, ist jetzt kein Riese. Aber. Oh, jetzt hat er sich kacke eingehangen hier. Oh, jetzt hängt er ganz. Oh, das kann natürlich auch passieren, wenn du jerkst. Aber der erste kleine Hecht ist raus. Darf ganz schnell wieder rein. Der Silla-Glider geht immer. Direktdruck, ne? Total. Aber da man ja ein alter, erfahrener Angler ist, geht man damit sehr relaxed um. Es ist ja der Start. Und wie heißt es so schön, am Ende werden die Toten gezählt. Ich habe den Top-Köder heute, ich habe Vertrauen. Ja, das ist ein Köder von Lenny, die ich dran habe. Und da der ja gerade so eine Glückssträhne hat, habe ich ihm den aus der Box rausgeklaut. Den fische ich heute. Also kann ich ja nur den Lucky Punch setzen, was sonst. Aber Lenny, ich verstehe deine Leidenschaft fürs Wattfischen. Also es macht ja sowas von Spaß. Wie gesagt, gerade auch unter dem Aspekt, wenn jetzt nochmal ein, zwei Fische beißen und mehr als beim Forellenfischen oder mehr Forellenfischen, das ist ja echt geil. Ja, vor allem auch gerade dieses ganze Nachläufer bis an die Füße. Ja, du siehst die Fische, wie sie hinterherkommen. Ja. So viele und dann aber nicht beißen und dann wie der Schalter umgelegt wird und mit einmal beißen sie doch. Oh, guck dir doch mal an, wie der läuft. Oh. Der nächste Fisch gehört mir. Also, es ist ja, ne, also wenn man ein bisschen kleinwüchsig ist, dann ist das, ja, ist grenzwertig, aber ist noch machbar. Das geht auch noch. Alter. Ich dachte, ja, genau. Also, ich werde jetzt mal dem alten Mann mal ein bisschen helfen hier, jetzt noch einen rauszuknallen jetzt hier mit Gummi. Ne? Weil der Jungspund, der hat so viel Energie, glaubt ihr gar nicht, ja? Wahnsinn. Der ist auch schon wieder so weit vorgelaufen hier. Wir schauen mal. Ich gebe mein Bestes. Vor die Füße. Wuhu! Leader Touch. Junge. Schöne Makrele. Da muss ich neidvoll sagen, Petri zum Spritzer. Ist zwar auch wieder ein kleinerer, Silla-Glider. Schön vor die Füße reingescheppert, ey. Richtig gesehen, den Biss. Geil.
Gut, ich kann jetzt nicht rüberwerfen gerade. Ja, doch, kannst du. Naja, nicht so. Oh. Das sind die Gummifischangler, die können wir da nicht werfen. Sag ich ja, das sind die Gummifischangler. Da musst das, das ist dein Knotenstribuzel. Das ist abgerissen, oder? Nee. Ja, klar. Hängt doch das Vorfahr unten dran mit Köder. Ach so, das ist doch nicht mein Knoten. Mein Knoten hängt doch da. Das, er hat die Route zusammengebaut. Nee, ich hab den Knoten gemacht. Aber guck mal, wo das abgerissen ist. Bei dir in der Rolle ist das Kannst abgerissen. Kannst du den Knoten nochmal machen, Diggi? Den kann ich so nicht, den kenne ich nicht. Das ist ein FG. Kann ich nicht. Ich mach das anders. Zwangspause. Also Lenny ist anscheinend derjenige, der hier die besten Knoten macht von beiden. Jetzt taktisch gut von Steve, kann man nicht anders sagen. Ja? Ich werde jetzt mal ganz schnell hier die Spots mal ein bisschen weiter abgrasen, weil vielleicht können wir mal aufholen jetzt, was, Steve? Ja. Oder? Puh. Bleib mal so bitte, Diggi. Was machst du denn? Naja, nee, ich muss da einfädeln. Ich muss mal sagen, mein Lieber. Ach so. Also wenn ich jetzt weiterlaufe, hast du eine Salzwasserrolle. Du kannst knoten. Du schraubst jetzt die Spule ab. Ja. Okay. Ich brauch aber... Er hat sie mir zusammengebaut gestern. Ich glaube... Ey, warum geht denn der Nippel nicht rauf? Chris, passt bitte auf, ob der Knoten richtig gemacht wird, ja? Zwei, drei sicherheitshalben Schläge rauf, dass der nicht aufgeht. So, was sagt denn der Gummi da vorne an der Front? Oh, Biss gehabt. Scheiße. Ja. Mein erster Biss heute. Ah, da war er. Nochmal hinwerfen. Da ist er. Oh, Alter, ist das ein Ochse. Geil. Bremse auf. Ja. Schöner Fisch. Richtig schöner Fisch. Kommst du klar mit dem, was du tust? Alter, der hat sich eingerollt wie ein Westpaket. Oh, guter Fisch. Geil, Steve. Brauchst du Hilfe beim Landen, oder? Ja. Oh. Jetzt ist er zwischen deine Beine. Wow. Jawoll! Geil. Schöner Fisch. Gute 80, Mitte 80. Leute, 5 zu 1. Nee, ne? 3 zu 1. 3 zu 1. Aber meiner ist schwerer wie die anderen drei, die er gefangen hat. Also ich denke, Gleichstand, oder? Ja, denke ich auch. Denkst du auch? Nix ist. Ja, schöner Fisch, Leute. Mann, hat der eine Färbung. Herrlich. Fett ohne Ende. Mann, hat der den Smash weggeknallt. Ach, so schön. Und wir haben gerade gesprochen, Chris, ne? Wechsle ich den Köder? Nein, ich werde noch ein wenig probieren. Ach, alles richtig gemacht. Jetzt beginnt die Aufholjagd, Freunde. Oh. Sag mal, Chris, wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir einen Fisch gefangen, also steht jetzt 1 zu 3. Er ist noch mein Mann, oder? Darf ich mit ihm weiterfischen? Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Also ich mach das auch noch gerne für ihn. Ja, das gehe ich von aus. Gut, okay. Ja. Okay, gut, super. Dann ist das auch geklärt. Super gut. Lenny, zieh dich warm an. Du sag mal, Bolli, ne? Aha. Steve ist ja jetzt weit vorne und du musst mit dem Vorsprung ein bisschen aufbauen. Also mach dir den mal ran, aber okay, gut. Aber Danny, nur weil du es bist. Okay, gut. Alles klar. Geil. Ab. Alter, ein Meterfisch. Oh. Nein. Ah, der kam mitgeschwommen. Alter, war das ein Brocken? Habt ihr den gesehen? Nee, der war auf deiner Seite. Oh. Schade. Och Mann. Was soll ich jetzt so sagen? Shit happens. Weitermachen, Zähne zusammenbeißen. Scheiße, ey, war das ein Brocken? War das ein Schwein? Hier.
Aber auch wieder draußen, ne? Ja, na, die hat gebissen und dann ist er wie eine Rakete auf mich zugekommen. Aber sowas kenne ich. Ist eklig. Hast du keine Chance. Ich hab ja schnell mitgekurbelt und hatte bis vor die Füße Kontakte. Und dann hat er hier direkt vor mir geschüttelt. Kontakt und dann direkt vor meinen Füßen geschüttelt, da ist er dann losgegangen. Oh Gott. Mega fetter Kumpel. Guck mal hier, was sie hier vorne aufgewühlt haben. Ja. Ist das? Kick ja mal hier, Alter. Oh. Alles aufgewühlt. Oh. Hier sind Hechte ohne Ende, aber die sind nicht in der Gänge. Doch, doch. Christi, hast du die guck dir mal die Wolken an hier. Aufgewirbelt, gerade Fische vor uns. Irre, oder? Kraut ist Fisch. Zum Glück ist der ganze Boden voll mit Kraut. Wo das Kraut ist, ist der Fisch. Guck mal vor dir, Steve. Alter, Alter! Ja. Oh, hier. Die liegen ab. Die liegen ab. Oh. Ach ja. Die sind. Die. Wild sind sie. Wild. Aber. Wieder ein Fisch auf Jerk. Hoi, hoi, hoi. Direkt vor meinen Füßen auf Sicht gebissen. Geil. So muss das. Petri. Danke. Petri. Oh, auch ein Fehlbiss. Was denn jetzt los? Das gibt's doch nicht. Oh. Da. Oh. Ich hab ist die Welle. Ja, ich hab gesehen. Ah, kein Monster, aber was ist denn hier los auf einmal? Drei Fehlbisse, gerade in vier Würfen, oder was? Ja, so, eine Runde machen wir noch. Bis jetzt kam leider nichts mehr. Noch ein, zwei Nachläufer. Ein, zwei große Fische, die wir gesehen haben. Naja, und wir werden jetzt noch mal kräftig probieren, in den letzten zwei Stunden hier einen Fisch zu fangen. Also ich mehr wie er. Aber dafür habe ich jetzt den Joker rausgeholt. Ach nein. Ach ja. Jetzt ist es vorbei. Nein, Können siegt immer über Alter. So, also, wir machen. Los. Ist eine Hanne noch? Nee. Oh, schön bisschen ab. Gibt's doch gar nicht. Das hätte wieder ein Schritt näher zum Sieg sein können. Aber war nur ein Nippler. So ein Nippelbiss. Bup, bup. Und dann kommt er manchmal. Bumm. Darauf halt gewartet. Wir wissen ja, dass wir hier die Bisse hatten, die Nachläufer und die Fische, die wir gesehen haben. Die können ja nicht weg sein. Das Maul ist irgendwie wie vernagelt. Eben gab es zwar schon mal einen Biss, aber irgendwie stochern wir gerade alle so ein bisschen hier im Wasser umher. Ich bin guter Dinge, da wird schon noch ein Biss kommen. Oh! Der Game Changer. Der Game Changer? Der Game Changer hat jetzt zum Nachmittag nochmal. Oh. Oh, Alter. Da wird hier fast mit unfairen Mitteln gespielt. Da wollte er meine Rute zerbrechen. Unfaire Mittel, du? Ja. Legt mir die Rute in die Game Changer Farbe hier. Aber auch der ist nicht gerade groß. Aber wie gesagt, auch der darf schnell wieder zurück. Und soll noch wachsen. Aber ja, ist mal eine ganz andere Farbe, ne? Kraut ist hier auch. Macht gut Kontrast auf jeden Fall. Und der ist hier voll auf den Kopf genagelt. Der war neu. Schöne Bissspuren. Aber weiter geht's, bevor die mit dem Gummi noch einfangen hier. Ja. Man hat so viel Köder dabei. Und fischt eigentlich nur ein fast den ganzen Tag. Ja, aber ich fand ihn gut. Ich habe dahinter gestanden. Hat wie gesagt ja auch zwei gute Fische. Mehrere Bisse. Einen guten Fisch gebracht, sagen wir mal so. Und warum soll man dann wechseln? Guck
Guckt bitte seine Hand an. Guckt seine Hand an. Ja, die sieht nach Fisch aus, würde ich sagen. Ja. Und Fritten lässt du dir sogar sowas von an die Hände. Das ist eine große Fresse, nichts dahinter. Oh, oh, ist der reingespuckt. Nö. Oh. Ja, mal wieder ein Farbwechsel gemacht mit dem Jerk. Frittenkalle hat zugegriffen. Ja? Da spricht der pure Neid. Der pure Neid. Ja, den guten alten Feuertiger. Auch wieder kein großer Hecht. Aber der wollte ihn haben. Schön am Kopf attackiert. Naja, aber schnell wieder zurück, die Kleinen hier. Die müssen noch wachsen. Ja, Freunde. Wenn man sich geschlagen geben muss, dann muss man sich geschlagen geben. Ja, ein relativ zäher Angeltag geht zu Ende. Was hat sich herausgestellt? Der Jerkbait hat zwar viele Fische gereizt, zwar eher die kleineren, dafür kamen die großen eher auf den Gummi. Genau, so. Man kann ja sagen, der größte Fisch des Tages und noch auf jeden Fall ein Meterfisch, der kurz nach dem Haken leider verloren ging, hat die größeren heute gelockt. Ob das jeden Tag so ist, das weiß man nicht. Wir wissen es eigentlich, dass jeder Tag anders sein kann und genau andersrum auch der Tag laufen kann. Ein Jerkbait ist und bleibt auch ein Großfischkiller. Fakt ist, ich finde, man hat gezeigt, beides kann gehen, beides geht. Ich gebe mich geschlagen. Dafür aber der größte Fisch auf dem Gummi. Auf jeden Fall. Also. War ein schöner Angeltag, zäh, aber so ist nun mal Angeln, gerade auch im Winter. Ja. Schön mit guten Freunden zusammen zu sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Herzlichen Glückwunsch, Lenny. Ja. Das ist Angeln. Ja, die Sonne geht unter, wir machen Feierabend. Mega. Bis zum nächsten Mal auf On The Hook Fishing Channel. Ja, schaltet ein. Danke. Ja. Ich wollte eigentlich noch ein Bild machen. Für meine Frau, ein Sonnenuntergangsbild.